Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier bekommst du eine Einführung, wie man mit negativen Zahlen addiert und subtrahiert. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. So, ich habe hier mal einen Zahlenstrahl aufgezeichnet. Der wird jetzt ein bisschen dabei helfen, ein Verständnis zum Rechnen mit negativen Zahlen zu bekommen. So, damit das funktioniert, machen wir allerdings erst einmal ein Beispiel nochmal kurz mit positiven Zahlen. Sagen wir mal 2 plus 3. Da wird jeder darauf kommen, dass das 5 ist. Zumindest hoffe ich das. Also, ich gehe von der Zahl 2. Um 3 nach rechts, also plus ist nach rechts, also um 3 nach rechts, 1, 2, 3 und dann lande ich auf der 5. Also 2 plus 3 ist 5. 2 plus 3 gleich 5. Diese Überlegungen funktionieren auch, wenn man negative Zahlen hat. Zum Beispiel minus 3 plus 5. Also, ich gehe von der Zahl minus 3 um 5 nach rechts. Also, plus heißt nach rechts nochmal und zwar um 5. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Lande ich hier. Also, minus 3 plus 5 ist dann plus 2. Oder minus 5 plus 2. Also ich gehe von der minus 5 um 2 nach rechts, also 1, 2, dann lande ich auf der minus 3. Wie ist das Ganze, wenn man Minus hat? Also sagen wir mal minus 1 minus 3. Also minus 1. Ich gehe also von der minus 1 aus, um 3 nach links. Also minus bedeutet nach links gehen dann, und zwar um 3. Also 1, 2, 3. Dann lande ich auf der minus 4. Oder ich gehe von der minus 2 um 2 nach links. Also von der minus 2 aus, minus 2 ist hier. Minus 2, also um 2 nach links, lande ich auch auf der minus 4. Es gibt da noch einen speziellen Fall, und zwar sieht der so aus. 3 minus minus 4. Also 3 minus minus 4. Zwei Minuszeichen, die aufeinander folgen. Meistens schreibt man das dann so, dass man hier eine Klammer drum macht. Also die minus 4 steht in der Klammer. Das heißt, dieses Minus hier, das ist ein Rechenzeichen, also Subtraktion. Und dieses Minus ist ein Vorzeichen, also minus 4, wie hier auch. Daraus macht man allerdings jetzt insgesamt ein Plus. Wenn zwei Minuszeichen aufeinander folgen, wird daraus ein Plus. 3 plus 4. Also 3 minus minus 4 ist nichts anderes als 3 plus 4, also 7. Das bedeutet auch, ich gehe von der 3 um 4 nach rechts. Von der 3 um 4 nach rechts, 1, 2, 3, 4, dann bin ich eben bei der 7. Oder minus 4 minus minus 5. Das wäre auch noch möglich. Also ich gehe von der minus 4 aus. Hier. So, wir haben zwei aufeinanderfolgende Minuszeichen hier. Also minus 4. Minus minus ist plus. Und zwar 5. So, von der minus 4 um 5 nach rechts. Also 1, 2, 3, 4, 5. Minus 4 plus 5 ist gleich 1. Du
möchtest das Rechnen mit negativen Zahlen noch ein bisschen üben, dann schau mal unter dieses Video, dort findest du Übungsaufgaben mit Lösungen, mach die einmal selbst, dann wirst du fitter in diesem Thema. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.